Hallo, willkommen vom YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Heute geht es darum, wie ich eine Dashcam bei mir befestige. Ich möchte euch zeigen, wie ich die Kabel verlege. Bin nämlich kein Fan davon, dass die Kabel irgendwie rumbaumeln oder ja, offen zu sehen sind. Deshalb versuche ich das so zu verlegen, dass man keine Kabel sieht. Und ja, lasst uns doch mal anfangen. Okay, der erste tricky Part ist, dieses Kabel an der A-Säule vorbei zu bekommen. Die Kunst ist es, das Kabel von hier rüber, das ist der Plan, hier rüber zu legen, hier an dieser Kante runter, hier zu verstecken und dann nach unten zu verlegen, weil unten ist der Sicherungskasten. Und das natürlich so gut wie möglich und natürlich ohne was kaputt zu machen. Deshalb werde ich hier ganz vorsichtig die Dinger ja nur leicht wegbiegen und nicht komplett abmachen. Und ja, versuchen wir es doch mal. Die Abdeckung lässt sich kurz wegbiegen oder leicht wegbiegen. Wie gesagt, ich will sie nicht komplett abmachen, um nicht irgendwas zu zerstören. Das ist schon mal ja, ganz okay. Ich werde hier noch ein bisschen mehr Kabel lassen. Das Kabel kann man dann hier oben verstecken. Hier kommt man relativ gut dran. Und jetzt bin ich flexibel, was die Position der Kamera angeht. Eventuell sogar hier unten. Wie gesagt, verstecken kann man es nachher immer. Ich denke, so ist es gut. Jetzt legt man das einfach hier rein und hat es somit, ohne jetzt diese Abdeckung abzumachen, ohne irgendwelche Klipse zu zerstören, einfach das Kabel hier schon mal verlegt. Also der erste Schritt ist getan. Wir haben das Kabel von hier vorne hier zur Seite hin verlegt. Hier an der Seite möchte ich auch jetzt nicht allzu viel abmachen, sondern es einfach nur verlegen. Das geht auch ohne, dass ihr die Verkleidung abmacht. Vorsichtig das Gummi wegdrücken und nach unten verlegen. Ja, und das tue ich jetzt mal bis hier unten hin. Und ich zeige ich euch mal von der anderen Seite, wie das Ganze ja, funktioniert oder aussieht. Okay, jetzt mal von der Perspektive. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Wie gesagt, das Kabel kann man entweder hier einfach nur unter das Gummi machen oder das Gummi wegdrücken und dann unter diese Verkleidung quetschen, ohne dass man jetzt großartig diese auch abmachen muss. Für mich ist einfach die Gefahr zu groß, dass da irgendwelche Klipse abbrechen. Bis hierhin sind wir jetzt soweit durch. Ganz sauber, ohne viel Arbeit. Jetzt muss dieses Kabel natürlich noch weiter versteckt werden. Und dafür müssen wir das Kabel unter diese Plastikabdeckung hier unten hinbekommen. Also entweder auch hier hinterm Gummi, soweit okay. Und hier unten kurz leicht anziehen. Vielleicht sieht man es nicht, weil ich mit meinen Füßen da bin. Hier kurz rausziehen. Somit kommt hier unter die Verkleidung und wieder andrücken. Und jetzt sind wir schon fast am Sicherungskasten. So. Okay. Das war schon fast der schwierigste Part. Jetzt gehen wir runter zum Sicherungskasten. So, der Sicherungskasten ist hier unten versteckt unterm Handschuhfach, wie in der Bedienungsanleitung geschrieben. Dafür ja, die Matte wegnehmen und das hier rausklipsen. Habe ich schon ein bisschen gelockert. Und so sieht dann die Abdeckung aus.
drei Klipse halten diese Abdeckung unten fest. Also ist ein bisschen fest drin, also keine Sorge, einfach nur rausziehen. Die drei Klipse halten diese Abdeckung fest. Und hier unten drunter ist dann der Sicherungskasten. Den schauen wir uns jetzt mal an. So, da unten ist also der Sicherungskasten. Und was wir brauchen, ist eine freie Sicherung, die wir nutzen können oder abgreifen können. Ja, hierzu konsultieren wir mal das Handbuch und sehen in der Übersicht Sicherungskasten auf der Beifahrerseite gibt es zwei Sicherungen. Sicherung 24 und Sicherung 25, die sind nicht belegt und dienen als Reserve. Ich habe mich für die Sicherung 24 entschieden. Die nehme ich, 20 Ampere verkraftet diese Leitung. Meine Dashcam, verbraucht oder benötigt 1 Ampere. Somit ja, ist das ja locker drin. Okay, also Sicherungsnummer oder 24 befindet sich hier außen, wo ich schon die Sicherung rausgenommen habe, wie ihr seht. Genau. Und da wollen wir unser Dashcam anschließen. Damit hätten wir schon mal einen Pluspol und den Minus will ich unten von dieser Schraube abgreifen, weil es sich einfach anbietet. Und das ist jetzt der nächste Step. Okay, ich bin soweit fertig mit dem Anschließen. Unten die Masse an der genannten Schraube. Hier oben über dem den Stromdieb, so nennt er sich, die Dashcam angeschlossen an die genannte Sicherung 24. Ja, somit ist es eigentlich eine ganz, ganz saubere Sache. Den Stromdieb kann man bei AliExpress oder Amazon erwerben, verlinke ich euch unten im Video. Und jetzt wird das Ganze nochmal zugemacht. So, wie ihr seht, ist unten wieder alles zu. Fußmatte ist befestigt. Und jetzt stellt sich die Frage, wohin mit der Dashcam? Und das ist auch so meine bevorzugte Position. Ich als Fahrer sehe die Dashcam eigentlich nicht, weil sie durch den Rückspiegel verdeckt ist. Sie nimmt mir also keine zusätzliche Sicht, fügt sich sehr gut ins Gesamtbild ein. Und ja, hierhin möchte ich sie eigentlich montieren. Das Kabel muss noch verlegt werden. Das kann einfach hier unter den Himmel mit den Fingern verlegt werden. Hält eigentlich ganz gut, wie man sieht. Das Kabel habe ich ja lang genug gelassen, weil ich schon irgendwie die Befürchtung hatte, dass es irgendwo hier hingeht. Was ich gemacht habe, ist, ich zeige es euch mal, damit das Kabel ein bisschen festhält. Ich habe mir hier dieses doppelseitige Klebeband dran gemacht, um dieses Kabel zu fixieren, damit es hier nicht rumschlackert. Ich verlege es also hier dran, klebe es fest und werde dann die Dashcam genau dorthin montieren. Ja, das ist jetzt so der Plan. Ich versuche das jetzt mal umzusetzen. Mal gucken, wie gut oder wie schlecht es klappt. Ich habe natürlich jetzt wieder hier mit meinen Fingern rumgedatscht, als ich euch das Ganze zeigen wollte. Mache ich jetzt noch sauber, damit die Dashcam auch vernünftig hält. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt wird das Kabel hier eingesteckt. Ja, und ich denke, das kann sich so ganz gut sehen lassen. Die Kamera ist befestigt. Das Kabel hält noch nicht wirklich,
an den doppelseitigen Klebeband. Das muss ich noch entweder mehr oder neu machen oder mir anderes besorgen. Aber im Großen und Ganzen, ja, funktioniert es. Okay, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!